Wahrheit der Wirklichkeit zu erkennen, musst du dich der Wahrheit annehmen. Nicht deiner Meinung, nicht dem, was du glaubst zu denken, sondern all dem, was notwendig ist, um sie zu erkennen. Kämpfe für die Wahrheit, kämpfe für die Wirklichkeit, nicht die deine Meinung, sondern die Erkenntnis der Wahrhaftigkeit, die wahrhaft ist, ist das, was befreit. Verkenne nicht das ihr Sein, indem du dem nachgehst, was du meinst, dass es richtig ist, sondern gehe dem nach, was sich aus ihr ergibt und notwendig ist, um die Wahrheit zu erkennen die Wirklichkeit, die gegeben ist. Seit Anfang an, wenn du aber nicht sehend warst, nicht sehend bist, weil du ihrer nicht dir bewusst bist, nicht bewusst ist in ihrer Wahrhaftigkeit, die existent, verborgen als Wirklichkeit in der Schöpfung der Existenz. Der Existenz, die abstammend vom Leben selbst, vom Urgeist, dessen Schöpfung alles Gegebene, Universum und die Welt, alles was du siehst, selbst du selbst, löse dich von deiner Meinung und erkenne die gegebene Realität, in der du lebst. Du verkennst mehr, wie du glaubst. Du siehst weniger, wie du meinst. Weniger, wie du meinst zu sehen. Obwohl du sehend bist, verkennst du die gegebene Wahrheit der Wirklichkeit, die gegeben ist. Weil du nicht reindenkst, sondern der Lüge glaubst, in der du lebst. Und sich gegen die deine Natur wehrst, dessen du aus Überzeugung feind. Dein Denken ist der Beweis, ist das, was mir die Wahrheit über dich zeigt. Wahrheit der ihrer du Feind, Feind dir selbst, Feind von der Natur, von der du abhängig bist in dieser Welt. Deine ist die Schuld, du selbst der Grund für deine Schuld, weil du nicht nach der Wahrheit suchst und sie akzeptierst, sondern in deiner Meinung lebst, die das Leid, weil es an der Wahrheit fehlt, die befreit.